Moin moin liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Wundert euch nicht, was das jetzt gerade hier zu Beginn dieses Videos war. An alle, die mich vielleicht schon so ein bisschen verfolgen, müssten das ja mittlerweile schon wissen, dass ich ein sehr, sehr großer Gasmasken-Fan bin. Und das musste einfach gerade sein. Wie auch immer, liebe Freunde, in diesem Sinne grüße ich euch erstmal hiermit recht herzlich zurück zu einem neuen Video hier auf meinem wunderschönen YouTube-Kanal. Schön, dass du wieder mit dabei bist, lieber Zuschauer. Muss ich mal ganz kurz anmerken. Also, ich wollte dich jetzt nicht irgendwie erschrecken oder so oder irgendwie Panik machen oder was auch immer. Ich möchte heute einfach ein neues Video starten hier auf meinem YouTube-Kanal. Dieses Video beinhaltet heute, wie nehme ich denn eigentlich meine Videos auf? Ich möchte euch das mal ganz kurz mit diesem Video erläutern bzw. ein bisschen erklären. Vielleicht habt ihr Bock da drauf. Wenn ja, könnt ihr mir vorab schon mal ein Däumchen nach oben da lassen. Und wie immer würde ich jetzt einfach sagen, wir sehen uns gleich wieder nach dem Intro. Bleibt auf jeden Fall dran, liebe Freunde, es wird sehr, sehr spannend. Obwohl das Video jetzt nicht gerade so lang wird, aber bleibt auf jeden Fall dran. Wir sehen uns gleich wieder. An alle, die bisher meine Roomtour 2020 noch nicht gesehen haben, ihr seht mal hier ganz kurz einen kleinen Überblick über mein Arbeitszimmer. Also mehr werde ich hier jetzt nicht zeigen. Ihr könnt gerne auch mal die Roomtour anschauen in voller Länge. Das ging über eine halbe Stunde. Also da zeige ich wirklich jeden einzelnen Gegenstand, der hier in diesen Regalen steht. Und da zeige ich euch auch ganz kurz meinen Arbeitsplatz. Ja, und mit diesem Video möchte ich heute einfach mal beginnen. Also ich möchte euch heute einfach mal meinen Arbeitsplatz demonstrieren. Wie ich aufnehme, wie ich das mache, wie ich meine Thumbnails erstelle und so weiter. Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. So, da seht ihr jetzt erstmal meine wunderschönen YouTube-Kanal. Da oben ist eine Webcam von Logitech. Hier ist mein erster Monitor. Dann kommen wir rüber zum zweiten Monitor. Hier habe ich jetzt ein Programm installiert. Das nennt sich OBS. Das seht ihr hier, dieses kleine Symbol. Also, ich glaube, das kennt jeder von euch. Ich glaube, da muss ich jetzt nicht so viel erklären. Ich gehe aber trotzdem gleich mal darauf ein. So, lieber Zuschauer, also ich zeige euch mal ganz kurz erstmal meinen Schreibtisch, was ich alles hier so habe für Hardware-Komponenten und so weiter. Und dann würde ich sagen, erkläre ich euch jetzt mal ganz, ganz kurz, wie ich meine Videos eigentlich aufnehme. So, dann starten wir am besten mal mit diesem wunderschönen Teil. Das ist eine Razer-Tastatur mit RGB-Beleuchtung. Die sind auch super flach. Also hier sieht man die Tasten. Also es ist nichts Mechanisches oder Sonstiges. Das sind einfach richtig coole, flache Tasten. Diese Tastatur habe ich jetzt auch schon mittlerweile 3 Jahre. Die macht auf jeden Fall, was sie soll. Also ist wirklich perfekt für meine Let's Plays. Dann habe ich hier drüben noch eine Maus von Titanwolf. Die kostet aktuell, glaube ich, 20 Euro oder so, also eine ganz billige Maus, sage ich mal. Die macht wirklich auch das, was sie soll. Also ich brauche hier nicht das High-End-Gerät auf meinem Schreibtisch. Hauptsache, die Geräte machen das, was sie sollen. Ne? Also hier kannst du interagieren, mit der Maus kannst du klicken und so weiter. Also das ist erstmal das Wichtigste. So, was habe ich denn hier drüben? Hier drüben habe ich ein wunderbares Mischpult. Da kannst du wirklich deine Stimme komplett einstellen, so wie du das gerne hättest. Du kannst die Frequenzen einstellen, du kannst dich lauter und leiser stellen, du kannst hier ein Mikrofon einstecken, das kannst du dazu benutzen, um dich selber zu hören. Dann hörst du sozusagen deine Stimme nochmal persönlich. Finde ich auch cool. Habe ich früher mal sehr oft benutzt, weil sich das wirklich sehr cool macht. Es ist halt so eine Vereinfachung, muss ich mal sagen. Ansonsten kannst du hier noch ein paar Rädchen drehen. Die sind erstmal nicht relevant. Also das ist jetzt erstmal gar nicht so wichtig. Das Wichtigste hier dran ist eigentlich dieses Kabel. Denn dieses Kabel, liebe Freunde, geht hier hinter meinen Schreibtisch. Ich möchte euch jetzt gar nicht so viel da zeigen. Also das ist erstmal hier gesperrt für euch. Nee, da sind halt so viele Kabel dahinter. Also ja, das ist eigentlich ganz normal. Dieses Kabel jedenfalls geht hier, wartet mal ganz kurz, das geht genau hier zu diesem Gerät, was ich jetzt hier gerade runterfahre. Das ist sozusagen hier mein Rode Mikrofon mit einer Rode Spinne und einem Rode Mikrofonarm. Hier kommt das Kabel wieder raus, also hier geht es einmal hoch, bis dann hier unten an dieses wunderbare Rode Mikrofon. Und dann sieht das eigentlich auch schon so aus, dass ich hier vorsitze, genau so. Also hier ist dann sozusagen meine Nase bzw. mein Mund ganz nah dran. Und dann erzähle ich eigentlich hier auf diesem ersten Monitor, erzähle ich da wirklich das meiste. Und hier drüben sehe ich dann halt sozusagen immer
das, was ich gerade aufnehme und was ich gerade im Spiel sehe. Das sehe ich sozusagen dann hier auf diesem Monitor. Zeige ich euch gleich nochmal. Der wird dann gleich genauso so aussehen wie auf den ersten Monitor. So, bevor ich das aber mache, gehe ich mal ganz kurz rüber. Hier ist mein Smartphone, das ist erstmal nebensächlich. Hier eine Verpackung für meine Osmo Pocket, mit der ich hier gerade aufnehme. Das ist was ganz, ganz Feines. Hier noch einen kleinen Lightning-Adapter. Den schmeiße ich mal ganz kurz da rein. Dann gehen wir mal ganz kurz rüber hier zu einem Headset. Das benutze ich auch häufiger in meinen Videos. Gerade in meinen Singleplayer-Let's Plays benutze ich das sehr häufig. Ja, ist auch ein cooles Ding. Ja, hat auch RGB-Beleuchtung. Das hatte ich auch ganz kurz mal in der Roomtour gezeigt. Kann ich gerne einmal anschalten. Dann seht ihr hier, das, oh geil, das leuchtet in verschiedenen Farben. Ist auch etwas sehr, sehr Cooles. Ob man das braucht, ist die andere Sache. Ne? Genau. So, dann habe ich hier ein letztes Gerät. Das ist dieser kleine runde, ja, wie soll ich das nennen? Regler. Ist ja ein Regler, ne? Da drückst du einmal rauf, guck mal. Dann leuchtet hier so eine kleine Lampe. Und dann habe ich hier sozusagen drüben einen Lautsprecher von Bose. Und dann nochmal auf dieser Seite. Also sozusagen zwei Lautsprecher und einen großen Subwoofer. Der ist hier. Den hört man in meinen Videos natürlich nicht gerade. Aber wenn ich zum Beispiel irgendwie Musik anmache, dann wummert das schon ganz schön heftig. Also das ist wirklich richtig, richtig Luxus für mich. Also das ist wirklich, wo ich sagen muss, das ist mir verdammt wichtig. Also die Lautsprecher, die Musik muss wirklich stimmen. So, dann drückt man da wieder rauf und dann ist die Lampe wieder aus und sozusagen ist dann auch das Soundsystem ausgeschaltet. Was ich auch cool finde, wenn man jetzt rauf drückt und die Lampe leuchtet, dann kann man das natürlich hier dran drehen. Das finde ich so cool. Das ist so ganz vereinfacht gemacht. Das versteht wirklich jeder. So, dann kannst du hier auch nochmal ein Mikro reinschalten, sage ich mal, und ein Headset. Das kannst du sozusagen hier in die Klinkenbuchse reinstecken. So, ja, ansonsten habe ich hier so eine kleine Titanwolf Mausunterlage. Die ist wirklich ganz schön klein, muss ich mal sagen. Nein, die geht über die Hälfte vom Tisch, also ist schon etwas Größeres. Ansonsten, falls ihr jetzt Bock habt, zeige ich euch jetzt mal ganz kurz, wie ich denn jetzt eigentlich aufnehme. So, ihr seht erstmal hier meinen YouTube-Kanal. Dort findet ihr mein neuestes Video von meinem neuen Partner Nerd. Der perfekte Energy für jeden Gamer. Also das müsst ihr euch auf jeden Fall mal anschauen. Link dazu findet ihr auch in der Beschreibung. Da unten. Genau. Unter diesem Video. So, liebe Freunde, dann ist es auf jeden Fall so. Ich starte jetzt mal ganz kurz hier den Landwirtschaftssimulator 17 in meinem Fall. Da steht jetzt erstmal Laden. Also ich zeige euch hier sozusagen jetzt gerade alles, was ihr in meinen Videos eigentlich nicht seht. Das seht ihr nur in Livestreams, ne? Also das ist hier schon etwas sehr, sehr Cooles heute. Also das sehen meine Zuschauer eigentlich nie. Und jetzt bin ich schon aktuell dabei, ein neues Projekt zu starten. Also hier das Singleplayer-Projekt Der Berufsfeuer von Schönefeld. Und genau das möchte ich euch mal jetzt auf den Display 2 zeigen. Auf dem zweiten Monitor seht ihr genau das gleiche jetzt wie auf den ersten. Kann ich euch mal von Weitem zeigen. So sieht das ungefähr aus. Und dann finde ich auch richtig cool, also wenn ich jetzt hier zum Beispiel reinrede in mein Mikro, dann seht ihr auch, dass man sieht, ach, es ist eingeschaltet. Da seht ihr Mikro in der Mitte. Und da kann ich sozusagen auch verschiedene Einstellungen tätigen. Ich kann zum Beispiel per Tastaturdruck mein Mikrofon laut stellen, stumm stellen. Das genau mit dem Desktop-Audio kann ich genauso machen. Also das ist sozusagen alles per Tastenbelegung möglich. Und dann seht ihr hier die ganzen Eingaben, also so wie ich das beschriftet habe, für Livestreams, für meine Videos. Da seht ihr zum Beispiel alles. Und genau, das ist sozusagen im ganz groben OBS. Und wenn ich mich zum Beispiel jetzt bewege im Spiel, ich bin jetzt gerade drin, dann seht ihr das auch hier jetzt auf meinem zweiten Monitor. Das sieht genau so aus, bloß dass ich hier Vollbild habe und hier habe ich ja etwa einen etwas kleineren Bildschirm. So, genau, dann mache ich erstmal hier ganz kurz das HUD aus. Das macht sich gerade so ein bisschen, ich sag mal, wartet mal ganz kurz, ein bisschen komplizierter, als wenn ich jetzt hier mit zwei Händen spielen würde. Jetzt switche ich mal ganz kurz rüber hier in den IDW. So würde das sozusagen aussehen, wenn ich jetzt hier ein Video starte, bevor ich meine Aufnahme dann komplett starte. Genau, also dann würde ich sozusagen hier einen neuen Tag starten und das würde sich dann ungefähr so anhören. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Landwirtschaftssimulator 17 mit der Feuerwehrmod. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier bei einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Ich glaube, diese Anmoderation kommt euch sehr bekannt vor. Also an alle, die hier meine Landwirtschaftssimulator-Videos schauen. Ich wollte gerade sagen Alice-Videos, aber an alle, die das jetzt nicht kennen,
für den das jetzt gar kein Begriff ist, sage ich mal lieber Landwirtschaftssimulator-Videos. Genau, also das ist sozusagen die Standard-Anmodi, die ich hier am meisten in meinen Videos mache. Genau, ich würde da sozusagen hier vorsitzen. Ihr seht da nochmal mein Mikro. Dann habe ich das Spiel da. Hier sehe ich alle Infos zu der aktuellen Aufnahme. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte das Video jetzt aufnehmen, drücke ich eine Tastaturtaste und da seht ihr dann, wenn es scharf steht, starte Aufnahme und da steht dann jetzt auch Aufnahme stoppen. Das kann man jetzt, wie auch immer, wie man das gerne hätte, mit der Maustaste stoppen bzw. deaktivieren oder halt per Tastaturdruck. So würde das ungefähr aussehen. Also hier sehe ich alles und dann sozusagen auch auf diesem Bildschirm. Genau, und zum Schluss sage ich ja in den meisten Fällen, liebe Freunde, das war ein neuer Einsatz. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer, lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da, abonniert mich, falls ihr das noch nicht gemacht habt und dann sehen wir uns auch schon bald wieder im nächsten Video. So, nachdem ich jetzt die Aufnahme beendet habe, seht ihr auch hier gerade an diesem schwarzen Blackscreen, ist es in der Regel dann so, dass ich einen Thumbnail erstelle vom aktuellen Video bzw. Einsatzort und dann füge ich das hier in Photoshop ein und dann werde ich das hier sozusagen immer bearbeiten. Also das ist Photoshop CS2 an alle, die das gerne wissen möchten. Hier seht ihr dann sozusagen mein aktuelles Thumbnail und das bearbeite ich dann hier mit Schrift. Ich verbessere das Bild und so weiter. Also so kann man sich das ungefähr vorstellen. Also das ist sozusagen im Groben meine ganze Technik, meine Software, die ich hier benutze, um meine Videos zu erstellen. Also das ist wirklich eigentlich das Grobste, was ich euch jetzt hier erklären kann. Und somit ist eigentlich jetzt, hoffe ich, jetzt mal alles geklärt. Und ich hoffe, jeder Zuschauer von euch ist damit jetzt auch aufgeklärt, wie ich denn jetzt eigentlich meine YouTube-Videos aufnehme. Das, liebe Freunde, ist sozusagen mein kleiner, aber feiner Arbeitsplatz. So entstehen meine YouTube-Videos und ich hoffe, dieses Video hat euch sehr gefallen. Bevor ich das jetzt noch vergesse zu erwähnen, nachdem ich hier meine Thumbnails erstellt habe für YouTube, ist es in der Regel so, dass ich auf meinen YouTube-Kanal online gehe und da mein Video sozusagen bearbeite, den Titel erstelle, die Beschreibung, die Text einfüge und so weiter, also alles das, was da halt zugehört. Es ist halt wirklich ein ganz schön krasser Aufwand, den man hier eigentlich macht, aber dafür macht es eine Menge Spaß. Man sieht schon wieder, ich bin hier schon wieder komplett am Schwitzen, aber trotzdem, solange es euch Spaß macht, solange es mir Spaß macht, ist es wirklich das Beste, was man machen kann. Also das ist wirklich mein allerliebstes Hobby, neben der Feuerwehr. Okay, aktuell bin ich nicht in der Feuer, aber YouTube ist wirklich ein Hobby, was wirklich verdammt Spaß macht. In diesem Sinne, liebe Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da, abonniert mich, falls ihr das noch nicht gemacht habt und teilt dieses Video gerne mit euren Kumpels, mit eurer Familie, whatever. Und falls ihr gerne noch weitere Videos sehen möchtet, genau, dann schreibt mir das gerne mit dazu in die Kommentaren. Und genau, dann würde ich sagen, bleibt gesund in dieser schlimmen Lage, Corona und so weiter. Das ist eine schwierige Zeit, aber auch das überstehen wir. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.